Deswegen. Moment. Erkundigen. Okay, wie stark ist der? Aber bei Herausforderungen können wir alle kämpfen oder nur Olbe? Der ist relativ stark, aber wir müssen ja besiegen. Ein Kampf anständig und ehrlich. Zu den Waffen! Meine Muskeln haben mich bisher nie im Stich gelassen. Du bist ja krass. Olberic alleine? Mit Olberic alleine. Ich habe ein bisschen Angst. Schon mal schlecht, schon mal keine Schwäche. Okay, das ist schon mal gut. So, mal den schon mal weg. Können wir uns jetzt einmal irgendwie boosten oder so? Der greift gleich eh nochmal an. Ne, wir können uns aber heilen. Ja, das ist aber gar nicht so verkehrt, dass wir uns selbst heilen können mit der Kleriker. Attacke. Ich führe einen mächtigen Schwertkampf aus. Dann machen wir jetzt nochmal. Boom. 1642 hat das gemacht. Heiliger, das ist gar nicht so schlecht. Oder? So, jetzt müssen wir aber natürlich erstmal schauen, dass wir den weiterhin brechen. Ich weiß nicht, warum wir jetzt noch eine andere Schwäche weiter aufdecken sollten. Wir haben ja wissen, dass er die Stabschwäche hat, also von daher. So. Und jetzt machen wir das gleiche einmal aufgeladen und den Kreuzschlag. Oder der ist sogar besser? Greift zufällig? Nee, glaube ich nicht. Mit einer Stangenwaffe an, der nächste Runde handelt der Charakter als erstes. Welcher Charakter? Den Charakter, den wir angreifen? Na gut, würde er ja so oder so machen, ne? Aber das hat gut Schaden gemacht hier, der müsste dann sogar tot sein, komm. Ja, geilo. Kann halt ein Biest sein, oh yes. Gut. War dann doch nicht, am Ende nicht so stark, wie ich zuerst dachte. Passt. Wir haben ihn noch nicht getötet, oder? Naja, gut. Ich habe noch nie gegen jemanden gekämpft, der stärker ist als ich. Hallo, Philu. Mau. Fake-Stärken habe ich. Ja, denke ich auch. Also, als wir einmal den einen da provoziert haben, der war, glaube ich, sogar noch eine Stufe schwächer oder gleich stark. Gegen den hatten wir ja null Chance, ey. In Heiligenbrück war da, glaube ich, einer. Wo wir voll auf Arsch gekriegt haben. Das war crazy, wie der uns platt gemacht hat. Wir hatten nicht den Hauch einer Chance. Ja, jetzt bist du dran. That's right. Der hat Stärke 4, so im Durchschnitt. Bin schon wieder weg. Schönen Abend noch. Jo, danke, dass du reingeschaut hast, Eis. Wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Ihr wollt gegen mich kämpfen? Ich warne euch. Unterschätzt nicht meine Stärke. Keiner. Ein Kampf, anständig und ehrlich. Zu den Waffen. Nur zu. Let us fight with honor. Das ist schon mal gut. Ne, ein weniger. Das reicht, jetzt hauen wir nämlich auch den kompletten raus hier. Teil 3, Krieger und dann den hier. Boah, 2428, nicht schlecht. Gleiche Taktik wie gerade und dann haben wir ihn gleich schon, ne? Ach, haben wir ihn sogar jetzt schon? Ne, aber jetzt auf jeden Fall safe. Jetzt machen wir noch einmal den geboosteten Kreuzschlag und dann... Nice, Soa. Oh, das wird lustig. Was meinst du? Was wird lustig? Holt mich hier raus! Okay.
Komm schon, ist das alles? Gibt es denn niemanden unter euch, der meinen Kämpfer besiegen kann? Sein Name ist Olberic Eisenberg. Einer der beiden Zwillingsklingen des einst so stolzen Reiches Hornburg. Kommt, versteckt euch nicht in der Menge oder fehlt euch der Mut, euch der unbeugsamen Klinge zu stellen? Die unbeugsame Klinge? Ist das wirklich wahr? Olberic Eisenberg ist noch am Leben? Eisenberg? Ist der berühmt oder so? Er hatte eine Schwertschwäche und hatte zu dem Zeitpunkt noch Dieb mit Dolch gehabt. Der Gegner? Dieb mit Dolch? Ja, aber... Okay, aber irgendwie... Ach, deswegen diese Doppelangriffe da vorhin, ne? Aber... Ja, stark war er jetzt auch nicht wirklich, ne? Bist du dumm, Frau? Jeder hat schon von der unbeugsamen Klinge gehört. Wenn er so toll ist, warum kämpft er dann nicht im Turnier? Wie lange soll das noch dauern? Ich habe gegen alle Gegner gekämpft. Ihr wollt doch jetzt nicht aufgeben, oder? No. Nein, aber ich mag es nicht, wenn mein Schicksal in den Händen anderer liegt. Zappalot, da ist Victorino. Huh? Der Beutehund, der das Geld für die Häupter von 7 berüchtigten Freibeutern eingesackt hat? Hoho! Aha, endlich ein Mann, der seine Klinge trägt, als wüsste er, sie zu führen. Oi. Macht ihm Platz, Leute! Das ist einer der Wettkämpfer des Turniers. Oh. Ja, kein geringerer als der Fluch der Freibeuter. 10 Blätter. Ich setze 10 Blätter auf ihn. Wer geht mit? Kann so easy die Gegner brechen wegen den Infos. Ja, das stimmt. Sagt sie die Wahrheit? Seid ihr die unbeugsame Klinge? Wenn sich ein Name selbst über die Weiten des Meeres herumspricht, gehe ich davon aus, dass sein Träger ihn sich verdient haben muss. Well. Ihr seid einer der Turnierwettkämpfer. Ja, ich bin Victorino. Ich sah zu, wie ihr die anderen besiegt habt. Und ich begann, mich zu fragen, ob ihr es besser sein könntet als ich. Und als sich diese Frage in mir festsetzte, musste ich die Antwort finden. Wartet, wartet, wir brauchen Zeugen, ein größeres Publikum. Der Platz tragt euren Kampf dort aus. That's right. In Ordnung. Je größer die Menge, desto höher die Einsätze. Wir sehen uns dort, Ritter. Okay. Dann geht jetzt in die Arena, right? Walter Wright? Oder auch nicht. Okay. Nein, ich habe ihn nicht... Ich wollte erkundigen, ich habe gefettfingert. Egal. Wollen wir beginnen, Ritter? Ich bin ein Mann der See und habe nie viel von Zeremonien gehalten. Yeah, go, go. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Wir hätten schon mal Schwächen erkundigen können, ne? Egal. Kommen. Egal, probieren wir es einmal mit Pfeil und Bogen. Natürlich schon mal nicht. Das ist schon mal sehr schön. Ja, Schwert war eigentlich relativ klar. Axt schon mal nicht, vielleicht aber Dolch. Victory shall be mine. Ist natürlich doof. Wir könnten... Ich möchte mit denen eigentlich nicht boosten. Aber trotzdem am besten den großen gleich brechen. Das Schwert, Schwert, Schwert. Die haben auch schon ordentliche GP. Okay. Victory shall be mine. Ja, kriegen wir sogar hin. Ohne zu boosten, das ist schon mal gut. Genau, dass wir den jetzt wegbrechen, ist super.
Bring it on. So, und jetzt gucken wir nämlich einmal, dass wir... Wir können nämlich gleich die Göttliche einsetzen in der nächsten Runde. Dass wir jetzt vielleicht noch einmal Sirion buffen. Kann man das irgendwie... Physischen Angriff eines Verbündeten werden... Ja, das ist die Frage. Ist die Göttliche von Sirion physisch oder Element eigentlich physisch, ne? Elementar, ja. Dann würde ich jetzt den Löwentanz auf Sirion einmal packen. Damit wir mit dem gleich richtig eingreifen können. Physisch, ja, ja, ja. Und so, und jetzt hauen wir hier drauf. Time to steal the show. Boah, 5.290, das ist gut. Und wir haben eine Dolchschwäche. Das ist auch gut zu wissen, damit wir klauen können. Wir können auch mit Harnit jetzt natürlich göttlich angreifen. Aber wir konnten sie vorher leider einmal nicht boosten. Aber ist egal. Würde ich jetzt trotzdem einmal einsetzen. Der ist schon gelb. So viel GP hat er gar nicht. Jetzt hauen wir nämlich noch den hier raus. So viele GP hatte der jetzt nicht. Der war ja relativ easy. 13.000 ist schon ein bisschen. Echt? Da haben wir aber jetzt schon gegen Gegner gekämpft, die deutlich mehr hatten. Die doch schon an die 30.000 hatten, oder nicht? Der Ritter hat es geschafft. Potzblitz, und was ist jetzt mit dem Turnier? Ja, komm, Philo. Komm. Komm zu mir, mein Schatz. Hallo, meine Mausi. Der möchte euch auch Hallo sagen. Ich möchte euch einmal winken. Hallo, hier ist der Philo. Der Philo kommt auch zu. Jo, mein Schatz. Das ist auch nur ein normaler Kampf gewesen. Ah, war nicht der Hauptboss, okay. Ja gut, hätte mich auch gewundert, wäre sonst eigentlich relativ schnell gegangen, ne? Wir kennen die Regel doch alle. Der Stärkere kommt weiter. What? Moment mal, hat sie damit recht? Das war doch nur ein Straßenprügelei, sonst nix. Ah, ja, aber ob Straße oder Arena, der Stärkere kommt weiter. So war es schon immer. That's right. Hört her, ich habe in einem gerechten und offenen Kampf verloren und dieser Mann hier ist der Sieger. Der Hauptboss kommt gleich in der Arena. Stärke siegt, der Stärkere kommt weiter. Mein Turnierplatz gehört ihm. Was sagt ihr? Er gehört euch, wenn ihr wollt. Was gehört uns? I see. Ich nehme ihn an. Ihr seid ein Mann der Ehre. Was? Und was? Eine gute Waffe oder was? Und so gewann Olberic Eisenberg seinen Platz im großen Turnier. Ach, die Mitgliedskarte oder was? Die Teilnehmerkarte. Es dauerte nicht lange, da machten in jeder Bierstube des Reichs Geschichten die Runde. Über einen großen Ritter, den letzten eines gefallenen Reichs. Alle, die behaupteten, den Kampf mit eigenen Augen gesehen zu haben. Mehr Leute, als an jenem Tag tatsächlich auf dem Platz dabei waren, schwärmten von der Flinkheit und Kraft seiner Klinge. Das Turnier wird jeden Moment beginnen. Seid ihr bereit? Nö. Ich sehe. Ihr solltet viel Zeit, ja. Ich möchte einmal noch hier im Gasthaus einmal uns alle voll pushen. Oder sind wir alle voll geheilt? Ach, wir sind alle voll. Na gut, dann brauchen wir das gar nicht. Ich habe noch nie etwas von einer verdammten Münzserie gehört, aber natürlich würde ich sagen, dass ihr alles mögliche Schwert habt, durch die Stäbe. Ihr könnt natürlich auch versuchen, sie jetzt anzusetzen. Die einfach von allen einfach alles preisgeben. Okay, go. Ja, ab ins Turnier. Cool. Ein weiteres Jahr ist vergangen und der Tag aller Tage ist wieder da. Das Turnier quasi, ja. 8 starke Champions konnten sich dank ihres Mutes, ihres Charakters und ihres Glücks durchsetzen. Aber wer wird der Sieger sein? Anfangen. Die Schilde sind poliert und die Klingen gewetzt. Jetzt geht es nur noch darum, wer am Ende als Sieger über alle anderen triumphieren wird. Da sind wir.
Tretet hervor, tapfere Krieger. Er ist jetzt seit 4 Turnieren in Folge der umstrittene Meister. Er ist der amtierende König, doch wird er heute auf seinen Königsmörder treffen? Archibald. Er grüßt Archibald, den wir nicht da, den mächtigsten der Mächtigen. Archibald, schnapp sie dir! Go! Go! Zeig diesem schwarzen Ritter, wo es lang geht. Das heißt, dass die frostigen Einöden des Nordens das Blut der Menschen gefrieren lassen. Vielleicht nur ein Ammenmärchen. Doch niemand wird leugnen, dass die stählerne Klinge in der Hand dieses Mannes ebenso schneidend ist wie sein eiskalter Blick. Joshua Frostklinge! Ja, Joshua, meine Gunst, liebe dich. Unser nächster Kämpfer hat sich durch jahrelanges Erlernen der Kriegskunst zum Meister im Umgang mit Spießen, Hellebarden, Speeren sowie anderer Lang- und Spitzwaffen entwickelt. Unterschätzt seine Bauernwaffe nicht, es könnte euch das Leben kosten. Wie seinem letzten Gegner, der im kürzesten Kampf des Turniers schneller aufgespießt wurde, als er seine edle Klinge heben konnte. Nicht zu schnell sein, okay? Hä? Wie meinst du das? Er lässt seine Lanze tanzen und spießt dann seinen Gegner auf wie eine Sau, denn er ist Konrad der Spießer. Do it! Was meinst du mit nicht zu schnell sein? Womit, wobei, wie? Zeig es ihnen, Konrad! Go! Archibald Schwert hat keine Chance. Ja, aber wie nicht zu schnell sein? Was meinst du mit gleich nicht zu schnell sein? Mit dem Weglaufen oder Angreifen oder was meinst du? Als Zweiter musste er sich nur einem, dem letzten und besten Mann, geschlagen geben. Wird er vielleicht am entscheidenden Tag seinen finalen Gegner in die Knie zwingen? Viele hier glauben daran, dass er in diesem Jahr endlich den König vom Thron stoßen wird. Sein Schwerthieb erinnert an die Grausamkeit einer wilden Bestie. Wallace Wildschwert ist hier, um sich die Königskrone zu holen. Richtiger Bruno von den Top 4, ey, ich schwör. Rar. Verdammt, das soll ein Mensch sein, sieht aus wie ein Bär. Ich sag ja, Bruno von den Top 4. Der nächste Kämpfer schert sich nicht um Ruhm und Ansehen, doch viele Gegner erblassen bei seinem Namen. Ein Jäger unter den Jägern, in den Vorrunden hat er jedes Monster eingesackt, das sich ihm in den Weg stellte. Ob Teufel oder Mensch, niemals entkommt ihm seine Beute, denn er ist Bernhard der Bestienjäger. Jede Bestie, die bislang die Arena betreten durfte, dann steht er mit dem König auf einer Stufe. Der nächste ist ein Mann wie ein uneinnehmbarer Bollwerk. Weder Axt noch Schwert konnten seinen Schild je brechen. Er ist eine unerschütterliche Macht, ebenso wenig umzustürzen wie ein Berg. Müsste er nicht als Sieger hervorgehen, wenn bis zum letzten Mann gekämpft wird? Er ist Krieg der Unzerstörbare. Weil mit deiner Rüstung, ey. Gott sei gnädig, seht euch an, wie riesig er ist. Mein bester Zuchtbulle sieht neben ihm wie ein Karnickel aus. Der nächste ist ein geheimnisvoller Ritter, ein Geheimfavorit, könnte man sagen. Alle bisherigen Herausforderer hat er mit verächtlicher Leichtigkeit weggefegt. Seit Jahren hat die Arena eine solche Schwertkunst nicht mehr gesehen. Könnte dieser Mann unser neuer Meister werden? Gustav, der schwarze Ritter. Hurra! Da ist Gustav. Hurra, hurra, Mäsi auf der Stelle. Du bist der Einzige. Und hier noch ein Neuzugang in letzter Minute, der keinen geringeren besiegt hat als Victorino, den Fluch der Freibeuter. Hat es er verdient, hier zu stehen oder nicht? Hat er es verdient? Jeder mag dazu seine eigene Meinung haben. Aber hört dies, in den Turnierregeln steht es klar geschrieben, es gilt das Recht des Stärkeren. Und niemand soll in Abrede stellen, was ein anderer erkämpft hat. Euren Beifall also für Olberic, die unbeugsame Klinge. Die unbeugsame Klinge? Ich habe die Geschichten gehört, aber... Er weiht uns die Macht des stolzen Reichs. Hier sind unsere 8 Wettkämpfer, es stehen nur noch die Duelle aus. Dumm. Greetings. Ihr seid also Olberic, richtig? I see. Ja, und wenn ihr wisst, wer ich bin, dann wisst ihr auch... Ihr sucht vermutlich Herrn Erhard, stimmt's? Just so. Wie ich sehe, muss ich mich nicht erklären. Herr Erhard hat genug von euch erzählt, doch was ihr hier sucht, hat seinen Preis. Sagt mir, Ritter, wisst ihr, was für ein Ort dies hier ist? I see. Ein Ort, an dem sich der Wert eines Mannes bemisst? Sagt mir, Herr Olberic, zu welchem Zweck führt ihr eure Klinge? Ich war einst ein Ritter des Reiches. Ich schwang mein Schwert für Land und König.
Doch nun, um die Wahrheit zu sagen, weiß ich es nicht. So. Wir sehen uns im Finale. Finale? Sind wir schon im Finale? Vorbereiten, dann mit Zettelig reden. Reisegeplänkel! Bereitet euch irgendwas Kummer? Ja, ich komme über ein Geschehen aus der Vergangenheit nicht hinweg. Eine traurige Erinnerung? Könnte man so sagen. Mein Meister riskierte einst eine hohe Wette in der Arena und verlor alles. Er hatte gerade ein Jagdhonorar eingestrichen, war dann aber so bettelarm, dass er nicht einmal heimkehren konnte. Das war nicht sehr meisterhaft von ihm. Fürwahr. Monatelang mussten wir unsere Einkünfte teilen, um seine Schulden zu tilgen, und oft litten wir Hunger. Der Besuch dieser Arena hatte die Erinnerung an diese bittere Zeit wieder geweckt. Es tut mir leid, das zu hören. Verzeiht mir, ich wollte euch nicht mit meinem Kummer belasten. Ihr solltet unseren Auftrag nicht behindern. Auf der anderen Seite ist jetzt immer dein Gegner und die haben manchmal gute Sachen. Nö, ich spreche doch immer alle an und versuche zu stehlen und zu erkunden, so weit es geht. Das mache ich ja immer, dass ich mir vorher einmal alles anschaue. Okay. Gut, lassen wir das Schwert im Bauch. Ein verborgenes Objekt, okay. Hier oben war aber noch eine Truhe. Anregende Pflaume, okay. Ein Seelenstein, nice. Noch mehr Seelensteine schaden auf jeden Fall nie. Wir speichern einmal. Insbesondere Gustav, sage ich nur, hat etwas, was nice ist. Ja, wie gesagt, wir sprechen so oder so alle an und schauen uns die erstmal um. Boah, ausweichen plus 50. Dunkles Amulett, das schauen wir jetzt gleich nochmal direkt nach. Joshuas Schwachstellen. Okay, nice. Eiskalt und offenbar bereit für seine Geliebte, alles zu opfern. Müssen wir uns das merken oder haben wir die dann gleich im Kampf schon aufgedeckt? Also haut ihn Feuer. Aber gut, dass der halt eine Schwäche gegen Feuer hat, war jetzt nicht so schwierig zu erraten. Feuer und Licht halt. Oder Stab und Axt, ja. Aber eigentlich sollten die ja jetzt schon offenbart sein, ne? Also im Kampf dann gleich. Was haben wir jetzt bekommen? Zweimal... Nee, was hatten wir jetzt bekommen? Moment. Keine Ahnung. Komisch. Aber was wir auf jeden Fall einmal machen können ist, Inventar und dann die Drogen hier nochmal verteilen, die wir gerade bekommen haben. Da. Erhöht Ausweichen bedeutend und Tempo. Ausweichen und Tempo. Okay. Tempo ist natürlich für Sirion ein Muss, ne? Wegen seiner göttlichen. Fällt mir gerade ein. Und Ausweichen machen wir auf Alfin. Also Tempo auf Sirion und Ausweichen auf Alfin. So. Ausweichen plus 50, ja, aber. Ja, aber ich sehe das nicht, oder? Bin ich blind? Warte mal. Ach so, doch, direkt das erste hier. Okay. Das würde ich einfach mal geben. Und was war. Und das dunkle Amulett. Habe ich echt übersehen, ne? Ja, vor Dunkelheitsschaden, okay, ja. So, sehr schön. Tor zur Arena, dann gehen wir erstmal nach oben. Geht gar nicht. Ach so, wir müssen wahrscheinlich jetzt erstmal kämpfen. Und unser Gegner ist jetzt als erstes der Joshua da, oder was?
Und jedes Mal kommen wir dann hier in den Pausenraum so gesehen und haben dann hier unseren nächsten Gegner. Oder wie soll ich das verstehen? Aber wenn wir jetzt rausgehen, passiert nicht viel, ne? Ja, ja, okay. Dann kämpfen wir jetzt direkt als nächstes. Boah, wir sind bereit. Moment, hier können wir nochmal erkundigen. Moment, Moment. Da noch irgendwas Neues? Nö, okay. Dann go, ab in den Kampf. Gegen Joshua, die Eisflinke. Nun der vierte Kampf. Aus dem Westtor kommt Olberic. Viel Glück, Ritter. Ihr werdet es brauchen. Mal sehen. Das schafft er schon. Du hast gesehen, was er mit Victorino gemacht hat. Wir gleich wieder zurück.